Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem wichtigen Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Ihr kennt mich ja alle mittlerweile auch schon. Ich bin sehr aktiv, was das Thema Qualzucht betrifft. Und deswegen ist es mir heute eine riesengroße Ehre, Dr. Ralf Rückert bei mir im Interview zu haben. Viele kennen ihn vielleicht auch schon von seinen Blogbeiträgen. Ich habe die ja auch öfters mal schon in meiner Story verlinkt. Und da würde ich auch gleich mal, ja, Herr Rückert, meine erste Frage wäre tatsächlich auch an Sie. Wie sind Sie denn auf diesen Blog gekommen? Also was war der ausschlaggebende Moment, wo Sie gesagt haben, okay, ich möchte jetzt einen Blog starten und ich möchte mich auch stark für das Thema Qualzucht engagieren? Also das mit der Qualzucht kam erst später. Der Blog hat ja schon 2012 angefangen. Ich hatte damals das Gefühl, ich rede mir mit jedem einzelnen Kunden über bestimmte Themen, die halt immer wieder über den Stammtischen kreisen, das Maulfusselig, und kann das auch ganz gut. Also ich konnte die Botschaften, die ich rüberbringen wollte, schon rüberbringen, aber es war halt immer ein Kunde, den man damit dann bedient hat. Und damals kamen die ersten Blogs auf und dann dachte ich mir, ach Gott, könnte ich ja auch mal versuchen, sowas zu schreiben. Und dann erreiche ich ja deutlich mehr Leute auf einmal sozusagen und kann dann auch, wenn diese spezifischen Fragestellungen in der Praxis aufgetaucht sind, auf den Blog verweisen und sagen, lesen Sie doch mal den Artikel hier, dann wissen Sie Bescheid über dieses Thema. Und das war eigentlich mal die Grundmotivation, mit der es angefangen hat, also meine eigenen Real-Life-Kunden zu erreichen und denen einen informativen Mehrwert zu bieten, von der Praxis ausgehend. Und dann hat das Ganze angefangen, Kreise zu ziehen, die ich nicht vorhergesehen habe. Das war auch überhaupt nicht beabsichtigt, da bin ich ein bisschen reingestolpert. Irgendwann hat mein Internetbetreuer, der diese Sachen alle macht, angerufen und gesagt, was läuft da auf diesem Blog? Da sind ja Zugriffe ohne Ende auf bestimmte Artikel. Und dann sage ich zu ihm, ich wusste damals nicht, wie Google Analytics funktioniert und sowas, und sage ich zu ihm, ja, wieso, was läuft denn da? Und er sagt, ja, ich weiß nicht, der Milztumor-Artikel, der hat 30.000 Zugriffe teilweise im Monat. Und dann sage ich, ja Gott, ich habe keine Ahnung, ob er das mal analysieren kann, und das hat er dann gemacht. Und dann wird mir erst bewusst, dass ich für einen viel größeren Personenkreis schreibe, als ich gedacht hatte. Ich hatte ja damals nur den Blog und noch keinen Social-Media-Auftritt dazu. Und der kam dann bald darauf dazu. Und das war natürlich eine ideale Kombination, wie man heute sicher weiß, dass es eine ideale Kombination ist. Und dann wird es erst richtig mehr sozusagen. Und dann habe ich auch angefangen, auch bewusst für einen größeren Leserinnen- und Leserkreis zu schreiben. Wobei die Intention nach wie vor die ist, eigentlich ist gedacht für meine Kunden. Und wer sonst mitliest, ist ein gern gesehener Gast, hat aber keine Ansprüche zu stellen. Ja, also man merkt das ja auch auf Ihrem Blog, dass Sie wirklich auch aus der Perspektive eines Tierarztes schreiben, was ich natürlich auch super toll finde, weil vor allem jetzt für mich als nur Influencerin ist es natürlich sehr oft so auch der Fall, dass die Leute ankommen und sagen, ja, du hast doch überhaupt kein Fachwissen oder du bist doch keine Tierärztin, du kannst das doch überhaupt gar nicht beurteilen. Deswegen finde ich halt so einen Blog auch aus Sicht des Tierarztes einfach absolut empfehlenswert. Gab es für Sie dann so einen ausschlaggebenden Moment, wo Sie auch gesagt haben, okay, jetzt muss ich auch mal mehr über das Thema Qualzucht sprechen aus der Praxis? Ja, keinen definierten Moment. Es war eher so eine Verdichtung über die Jahre. Natürlich stellt man als Tierarzt mit über 30 Jahren Erfahrung Trends fest in den Hundemoden, in den Rassemoden. Und ich habe die Westie-Mode erlebt, die Yorkshire-Mode erlebt, die Dalmatiner-Mode erlebt und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie eine Welle mit dem Ausmaß erlebt wie mit den Plattnasen. Und das wird natürlich dann in der Praxis schon auch immer präsenter und immer klarer, dass du da am Tag erst zwei, dann drei, dann vier, dann fünf Plattnasen siehst. Und natürlich eine Mehrzahl mit den betreffenden Problemen. Oder dass du auch Kaiserschnitte durchführen musst, natürlich, klar, auch diese Sachen haben wir ja, es kommen ja je nach Literaturangabe bis zu 90% der französischen Bulldoggen nur per Kaiserschnitt auf die Welt.
Sprich, die Rasse gäbe es gar nicht, wenn wir die moderne tiermedizinische Chirurgie nicht hätten. Ja, das schreiben Sie ja in Ihrem Blog auch sehr, sehr passend, dass eben diese Rasse mit einer Vollbremsung ja, zum Stehen kommen würde, wenn es eben diese Tiermedizin nicht gäbe. Genau. Sie sind ja auch so vor allem bei dem Thema wirklich brachycephalen Hunden sehr groß mit dabei. Also wenn man irgendwie da mal die Problematik googelt, dann stolpert man auf jeden Fall über irgendeinen Artikel von Ihnen. Haben Sie da auch ja, das Gefühl, dass dieses Problem mit den Platzschnauzen größer ist als jetzt in der Vergangenheit mit diesen anderen Moderassen? Auf jeden Fall. Das trifft ja auch für alle westlichen, wohlhabenden westlichen Nationen zu, greift sogar über in Richtung Asien und so weiter. Also wir wissen zumindest für Deutschland, für das Vereinigte Königreich und für die USA, dass die französische Bulldogge ist ein absoluter All-Time-Schlager. Ja, Also das habe das ich ist jetzt momentan auch extrem gemerkt. Ich bin ja auch durch ja, meinen Job oder durch mein Influencer-Dasein auch viel verknüpft mit anderen Influencern. Man bekommt es ja dann auch sehr mit. Und das ist auch ein Thema, was ich immer und immer wieder anspreche, dass das auch mit ein Problem ist, nämlich wir Influencer. Also diese Präsenz, wodurch dann diese Hunde noch bekannter gemacht werden und ja einfach noch mehr, ich will diesen Hund jetzt auch haben, weil irgendwelche Influencer den haben. Und das ist meiner Meinung nach auch ein riesiges Problem durch diese Problematik auch in Werbungen. Also das ist ja auch Qualzucht in der Werbung ein ganz, ganz großes Thema. Meine nächste Frage wäre jetzt auch, wo machen Sie den Cut bei Qualzuchten? Also wo fängt Qualzucht an und wo hört Überzucht auf? Für mich definiert sich Qualzucht so, dass ich Hunde produziere, egal was ich jetzt bin, ob ich jetzt Züchter in dem Sinne bin, verbandsorganisierter Züchter bin oder ob ich einfach ein Vermehrer bin, ein Osteuropäischer, der da den mitteleuropäischen Markt bedient. Qualzucht fängt da an, wo ich erwarten muss, dass eine überwiegende Anzahl, also mehr als 50% der Hunde, die ich produziere, unter rassebedingten gesundheitlichen Einschränkungen leidet, die das Leben für sie zur Qual macht. Also man muss schon unterscheiden, es wird dann immer gleich mit typischem Whataboutismus, wenn man da diskutiert, wird immer sofort, ja, der Schäferhund mit seinen Ja. Hüften und seinen Ellbogen oder Dobermann. der Dobermann mit seiner Herzgeschichte. Mit der HCM, also der hypertrophen Kardiomyopathie, die Dobermänner ja gern in einer sehr relativ großen Prozentzahl relativ spontan dahinrafft, in noch mittleren Jahren gerade mal oder sogar jungen Jahren. Ich muss da unterscheiden, es gibt Krankheitsprädispositionen, die mit einer bestimmten Prozentzahl in einer Rasse auftreten können oder nicht. Also jetzt von mir aus nehmen wir meinen eigenen Hund, das ist ein Petterdil Terrier, so ein englischer Jagdterrier, ziemlich exotische Rasse, hier zumindest in Deutschland, in England und in den USA ist er eher verbreiteter. Die können zu, sagen wir mal, unter 5% können die eine aseptische Femurkopfnekrose kriegen. Also da stirbt schon als ganz junger Hund, beim jugendlichen Hund stirbt da ein Oberschenkelkopf ab. Und die sind dann natürlich, das muss man dann operieren, und die sind dann auch für den Rest ihres Lebens behindert durch den Verlust dieses Oberschenkelkopfes. Das ist eine Prädisposition, die kann auftreten oder auch nicht. Und wenn sie auftritt, dann muss man was dagegen machen. Und dann hat der Hund das abgekriegt, diese Prädisposition. Das ist aber nicht per se eine Qualzucht. Das wäre ja Quatsch. Also wenn 96, 97% kriegen das nicht, sprich, da muss ich nicht unbedingt damit rechnen. Natürlich soll man sich züchterisch bemühen, sowas auch wieder rauszudrücken aus der Zucht nach Möglichkeit. Aber da kann man nicht von Qualzucht reden. Man kann auch, finde ich, bei der HCM, beim Dobermann, das ist denen zwar völlig entglitten, die Situation. Das stimmt schon. Also sowas sollte nicht passieren, dass dann eine ganze Rasse derartig mit diesem Problem geschlagen ist. Aber das ist jetzt mal grundsätzlich auch keine Qualzucht. Der Hund leidet ja bis zu dem Moment, wo diese HCM auftritt, leidet er ja nicht. Also der wird dann plötzlich herzkrank. Das geht dann ziemlich zügig. Wird plötzlich herzkrank und kann dann oftmals nicht mehr sehr lange am Leben erhalten werden oder verstirbt spontan. Aber bis dahin lebt er ganz glücklich und zufrieden, geht es dem ganz gut.
Das ist auch keine Qualzucht. Und jetzt der Gegensatz zur französischen Bulldogge, wo ich damit rechnen muss, dass 80-90% der französischen Bulldoggen, die produziert werden, ich sage das jetzt absichtlich so gemein mit dem produziert, weil auf was anderes läuft es nicht raus. Da wird ein Bedarf gestillt, ein enormer Bedarf gestillt. Also 80 bis 90% dieser produzierten Tiere hat, bevor die ein Jahr alt werden oder 1,5 Jahre alt werden, derartige Atmungsprobleme, dass sie darunter leiden muss und sich permanent quält. Und dann kommt ja noch der Qualitätsunterschied dazu. Wenn jetzt ein Schäferhund von mir aus eine HD entwickelt, einer Prädisposition seiner Rasse entsprechend, dann kriegt er also eine Hüftgelenksarthrose. Ich habe auch eine Hüftgelenksarthrose. Das ist unangenehm und ist bei jedem Schritt präsent. Und mir wäre es lieber, ich hätte sie nicht. Aber das ist jetzt nichts, weswegen ich mir einen Strick nehme und mir aufhänge. Na. Wenn ich dagegen die Atemnot hätte, die viele Plattnasen ihr Leben lang aushalten müssen, dann würde ich mir schon überlegen, mir einen Strick zu nehmen. Und das ist ein Qualitätsunterschied. Ständige Atemnot von morgens bis abends und genau genommen auch in der Nacht. Warum die Hunde ja oft auch so seltsam schlafen, mit aufgestütztem Sitzen. Kopf und mit dem Spielzeug zwischen den Zähnen, damit sie die Mundatmung bei Nacht weiter betreiben können, die unphysiologische Mundatmung, das ist eine echte Qual. Und dann definiert sich das als Qualzucht. Was antworten Sie dann so, wenn Sie zum Beispiel, Sie klären ja auch eben mit auf, da bekommen Sie ja auch unter Ihren Facebook-Beiträgen, ich habe mir da mal ein bisschen die Kommentare durchgelesen, auch gerne ordentlich Gegenwind. Und so diese klassischen Aussagen sind ja dann auch immer, ja, aber meiner ist freiatmend oder ich habe einen Sportmops, meiner ist ein Retro-Bulli. Und wie gehen Sie so damit um? Ist das nicht irgendwann auch frustrierend? Nee, es ist nicht frustrierend. Es hat mir am Anfang relativ wütend gemacht. Inzwischen wissen wir durch eine sehr gut gemachte Studie, dass da offenbar eine echte Wahrnehmungsstörung vorliegt auf Seiten der Besitzer solcher Hunde. Und zwar eine weit verbreitete Wahrnehmungsstörung, dass die offenbar nicht in der Lage sind, diese Leidenssituation zu erkennen oder umzusetzen. Das ist natürlich für die betroffenen Hunde besonders tragisch. Und wir sehen da, dass nur eines hilft, nämlich immer wieder, steht der Tropfen höhlt den Stein, immer wieder und auch dann teilweise in einem etwas härteren Stil aufzuklären über die Problematik. Weil da wachen dann doch manche Leute auf. Und wir sehen es ja daran, dass die Plattnasenchirurgie, wie sie von der Uniklinik Leipzig entwickelt worden ist, vom Team von Professor Oechtering, dass die ja schon in Massen durchgeführt wird. Sprich, es wachen dann schon viele Besitzer auf und stellen fest, so geht es nicht weiter. Ich muss meinen Hund operieren lassen. Und dann haben wir wenigstens die Erleichterung. Ganz tragisch sind natürlich die Fälle, wo die Besitzer das ganze Leben von dem Hund durch es erfolgreich schaffen, diese Probleme zu negieren. Und der Hund dann also vor sich hin leiden muss, ohne dass er wenigstens operiert wird. Also wie gesagt, inzwischen frustriert es mich schon immer, weil ich eigentlich einfach damit rechne. Also ich gehe einfach davon aus und man guckt dann bei solchen Kommentaren auch gern mal im Sinne von Social Media Stalking auf die Profilbilder, die ja dann oft den Hund darstellen, von dem dann die Rede ist, der dann angeblich ein Sportmops oder ein Sportbully ist. Und guckt sich das Bild an und denkt sich, ja, komm, du kannst halt reden, was du willst, es stimmt halt nicht. Tut mir leid, ich sehe es, ich sehe es, ich bin nun mal der Fachmann und ich muss bloß die Nasenbänder sehen, dann weiß ich, dass der Hund halt 10% von der Luft kriegt, die mein Hund kriegt. Und dann weiß ich halt, du erzählst Unsinn. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, hatten wir heute tatsächlich auch in einer kleinen Social-Media-Diskussion, wo es eben auch um so einen Frenchie ging, der eben auch schon solche, also wirklich nur, was war der Fachausdruck? Steno? Stenose. Genau, Stenose, also sehr, sehr enge Nasenlöcher auch schon hatte. Das ist nämlich auch ein häufiger Kommentar, mit dem ich zum Beispiel auch konfrontiert werde. Also ich bin ja auch sehr viel auf Instagram und auch TikTok unterwegs und mir wird dann auch immer gerne gesagt, du kannst doch nicht auf Hand von einem Foto oder von einem Video sehen, ob der Hund gesund ist oder nicht. Gibt es da auch vielleicht, was Sie auch noch weitergeben können, so
Qualzuchtmerkmale, also vielleicht jetzt auch nicht nur unbedingt bei brachycephalen Hunden, wo man auf jeden Fall sagen kann, das sind Qualzuchtmerkmale und da braucht man nicht, also das ist Fakt und da gibt es kein Wenn und Aber. Ja, nee, also da muss man dann schon differenzieren. Ich sehe jetzt zum Beispiel den Shar Pei in seiner extremen Ausprägung, also diesen chinesischen Faltenhund. Ja. Es gibt da auch so eine etwas weniger extreme und extremere. Und die in ihrer extremen Ausprägung, der quält sich wegen was ganz anderem. Der kriegt ja von mir aus genug Luft, hat aber permanent Hautkrankheiten. Also den juckt's und beißt's und tut's das ganze Leben lang, wenn er nicht unter dicken Medikamenten steht. Der quält sich halt in der Beziehung, ganz klar. Das ist ja auch dann sehr offensichtlich, wenn die Haut immer gerötet ist und Ekzeme entstehen und vielleicht gar das ganze Eitern anfängt und Stinken anfängt. Das ist ja sehr offensichtlich. Aber bei den Brachycephalen, man muss bloß hinschauen, man muss sich zwei Sachen klar machen. Der Hund atmet, außer wenn er hechelt, wenn er überhitzt hat, atmet er durch die Nase. Er ist ein obligatorischer Nasenatmer. Und ich kannte hier mal Leute, mit denen war ich sogar relativ gut bekannt, privat. Und die hatten zwei französische Bulldoggen und ich habe zu denen immer gesagt, hier Leute, was ist denn hier, lasst doch mal die Hunde operieren. Ja, nee, die atmen doch völlig normal. Dann sage ich, Entschuldigung, guck doch mal hin. Der sitzt die ganze Zeit neben uns und atmet durchs Maul. Ja, das ist ja okay. Kann er ja machen. Dann sage ich, nein, das ist nicht okay. Der kriegt ständig, dem vertrocknen ständig die Mandeln da hinten und die ganze Zunge ist trocken, sieht man ja, wenn man hinschaut. Und der hat wahrscheinlich, wenn man da mal in Narkose reinschaut, inzwischen Mandeln, die sind drei- oder viermal so groß und kriegt deswegen immer noch schlechter Luft. Du musst ihn endlich mal operieren lassen, dann kann er auch gescheit schlafen. Nichts zu machen gewesen. Der Hund ist mit 13 gestorben oder so oder eingeschläfert worden, ich weiß es nicht mehr, ohne dass der je operiert worden wäre. Das sind so Fälle, wo man dann schon einen dicken Hals kriegen kann. Ja, das kann also ich verstehen. Eigentlich, der Punkt ist, wenn man eine Plattnase, eine voll ausgeprägte Plattnase mit dem sogenannten Brachycephalen-Syndrom sieht, dann muss man irgendwas im Kopf abschalten, um nicht zu erkennen, dass der sich permanent plagt. Sie sind ja leider von so sonniger Disposition. Das ist ja das Dumme an den, ja, vielleicht das Dumme an der Rasse. Ich stehe ja auch auf sie, weil sie derartig was von freundlich und vor allen Dingen auch menschenfreundlich sind. Aggressive Exemplare trifft man da ganz, ganz selten. Auch als Tierarzt, wenn man sie behandeln muss oder so, die dulden immer alles so und bleiben dabei auch gut gelaunt. Also das kommt ja immer als Argument, weil sie doch so einen tollen Charakter haben. Ja, okay, stimmt, sie haben einen tollen Charakter, aber deswegen können wir ja nicht hergehen und alles andere drumherum ignorieren. Also wenn der Hund in diesem in ständig quälenden Körper leben muss und das bloß erträgt, weil er so einen tollen Charakter hat, kann das ja auch nicht die Lösung sein. Was würden Sie jetzt, wenn ich jetzt eine Mops-Besitzerin oder eine Frenchie-Besitzerin wäre und ich würde zu Ihnen sagen, ja, aber mein Hund ist frei atmend, denn er ist eine Rückzüchtung. Wie würden Sie mir da jetzt gegenüber argumentieren bzw. gegenübertreten? Was? Ja gut, jetzt mit Rückzüchtung muss man auch ein bisschen differenzieren. Natürlich laufen da Bemühungen. Eigentlich außerhalb der VDH-Vereine, weil die verbandsorganisierte Hundezucht hat ja nach wie vor geschlossene Zuchtbücher. Das heißt, es darf keine Fremdrasse rein gezüchtet werden. Genau. Also die müssen innerhalb ihres Genpools bleiben. Das ist der erste schwere Denkfehler. Die meinen dann, es gibt auch so eine Arbeit vom VDH-Präsidenten, vom aktuellen, der darüber einen recht schönen Artikel geschrieben hat und der sich dann darauf beruft, in völliger Überschätzung der Tatsachen, dass es sicherlich so viele gesunde Exemplare noch geben müsste von den Brachycephalen, die müsste man nur wissenschaftlich korrekt unterfüttert suchen und dann auf denen aufbauend das Ganze wieder in die richtige Richtung drehen. Das bestreite ich, das halte ich für eine Nebelkatze. Es ist aus meiner Sicht eigentlich undenkbar, dass da noch genug genetische Basis vorhanden ist, um mit einem geschlossenen Zuchtbuch wieder aus dieser Ecke rauszukommen, in die man sich über die letzten 50 Jahre reingezüchtet hat. Ich benutze da immer gern den Gulasch-Vergleich bei den geschlossenen Zuchtbüchern.
wenn sie hergehen und einen Gulasch kochen und sie haben am Ende alle Zutaten, die im Rezept standen, in diesem Gulasch drin, alle Zutaten sind im Topf und sie haben auch 2 Stunden gekocht, so wie es vorgeschrieben wird, nicht? Und sie kosten dann und stellen fest, das schmeckt aber gar nicht gut. Wird das Gulasch dann besser, wenn sie da noch 1 Stunde drin rumrühren? Nein, kann nicht sein. Also wenn da nicht noch irgendwas, sie müssen dann von mir aus feststellen, oh, das ist aber sauer, da muss noch Zucker rein. Oder sie stellen fest, das ist mir zu wenig scharf, da muss noch Paprika rein. Also irgendwas muss dann von außen rein, um die Situation zu korrigieren, die sie da feststellen. Wenn sie aber bloß hergehen und den Deckel drauf lassen und warten, dass das von selber besser wird, kann das nicht funktionieren. Und das ist eigentlich der beste Vergleich, um diese Politik der geschlossenen Zuchtbücher zu beschreiben. Das kann nicht funktionieren. Die englische Bulldogge zum Beispiel wird ja von ganz offiziell, ist die schon mal in der Arbeit von Genetikern, ich glaube von der Uni Oxford, als mausetot beschrieben worden. Also das ist eine Dead Race Walking oder Dead Breed Walking, weil die sind nicht mehr abfangbar. Die können nicht überleben mit der genetischen Basis, die sie haben. Und da muss dann, wenn dann, von außen was reingezüchtet werden. Und das ist natürlich dann so ein Trial-and-Error-Spielchen, was dann läuft. Wenn das jetzt konzertiert stattfinden würde, sprich es würden Tausende von Züchtern weltweit irgendwie zusammenarbeiten und das Ganze würde koordiniert mit der Datenbank und so weiter und so fort, mit ganz genauer Nachkommenverfolgung, wie kommen die raus, wie atmen die, sind die fit oder nicht, dann wäre da ja vielleicht was zu machen, aber das ist eine völlige Illusion. Das ist eine völlige Illusion. Man muss sich ja auch klar machen, von den Zehntausenden von französischen Bulldoggen, die da draußen auf der Straße rumlaufen, kommen weit über 90, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, 97 oder 98% kommen von irgendwelchen inländischen oder ausländischen Vermehrern, die irgendeine Verbandspolitik so oder so einen feuchten Kehricht schert. Die sind nur darauf aus, den enormen Bedarf zu befriedigen, die Nachfrage zu befriedigen und die interessieren sich überhaupt nicht für irgendwelche züchterischen Überlegungen oder so. Ja, Also das können immer bloß Einzelfallbemühungen bleiben, die also irgendein Züchter, meistens in der Dissidenz, wie man das so hochtrabend nennt, also von den offiziellen Verbänden abgetrennt, versucht der irgendwo hinzukommen. Aber das sind ja absolut insulare Versuche, irgendwas zu drehen. Das wirkt sich ja auf die Gesamtpopulation allenfalls in 50 Jahren wieder aus, wenn es hochkommt. Also das ist dann, und die Frage ist halt bei diesen Bemühungen, wie viel Tausende und Zehntausende Tiere, bei denen das nicht klappt, müssen dann wieder leiden. ja, Also. das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Das haben Sie, glaube ich, auch mal in einem Blogbeitrag geschrieben, dass eben diese Rückzüchtung von Mops und französischer Bulldogge eine Menschengeneration circa dauern würde. Und ich finde, das ist auch definitiv etwas, worüber man reden muss. Denn ja, auch wenn man sich jetzt vielleicht die Mühe macht und nach einem Züchter sucht, der zurückzüchtet und vielleicht auch wirklich andere Rassen mit einkreuzt, um dann eine genetische Vielfalt zu erlangen, darf man eben trotzdem auch nicht vergessen, dass auf dem Weg zurück, wie viele Hunde trotzdem noch geboren werden und leben, die trotzdem noch leiden, also auf diesem Versuch Ja, dorthin. wo es einem vor allen Dingen ein bisschen schwindlig wird, weil da kommt dann sozusagen Ausschussware auf die Welt und zwar zu einem sehr hohen Prozentsatz. Was passiert denn mit denen? Also ich stamme noch aus einer Generation, wo man zumindest hinter vorgehaltener Hand sich immer wieder gewundert hat, dass viel mehr Schäferhundrüden auf die Welt kamen als Schäferhundhündinnen. Das konnte sich nie jemand wirklich erklären, diese seltsame statistische Abweichung. Man kann sich ja jetzt selber überlegen, was ist denn passiert mit den Hündinnen. Und die Frage ist natürlich jetzt von mir aus in Osteuropa, je nachdem, wie sich das dann verändert, wie die Öffentlichkeit dann ihr Verlangen darstellt, was sie für Hunde will, werden auch die osteuropäischen Vermehrer in irgendeiner Form dann darauf einsteigen und sagen, ah, die wollen jetzt plötzlich längere Nasen sehen, weil sie dauernd angefeindet werden wegen den kurzen Nasen. Dann fangen die an zu experimentieren. Die kreuzen natürlich dann hemmungslos andere Rassen rein, können sie ja dann machen. Macht denen ja keine Vorschriften. Aber dann kommt natürlich nach den Mendelschen Regeln so und so viel Prozent Ausschuss auf die Welt. Was machen die mit dem? Die schlagen sie tot. Also am Ende bleibt das, was ich jetzt die ganze Zeit schon schreibe und für das ich natürlich wahnsinnig Gegenwind bekomme.
Am Ende bleibt das, was ich als einzigen Ausweg sehe. Es muss bis in 10 Jahren so sein, dass man sich mit der französischen Bulldogge oder mit dem Mops an der Leine in der Öffentlichkeit schämen muss. Ja, da haben Sie auch mal den Vergleich mit Pelzmäntel. dem Pelz, genau, mit dem Ja. Pelzmantel. Ja. Also ich verstehe auch den Ansatz, ehrlicherweise. Ich versuche auch immer bei meinen Videos, oder was heißt versuche, ich mache das, dass ich wirklich auch neutral darüber rede, dass ich nicht speziell auf eine Person oder auf einen Hund eingehe, sondern dass eben trotzdem allgemein gehalten wird. Und man merkt ja auch schon trotzdem diese Abwehrhaltung dieser Menschen, die mittlerweile dann auch gekommen ist und dann auch natürlich auch irgendwo Wut. Ich verstehe es dann auch irgendwo auf einer gewissen Art und Weise, weil man sich dann versucht, irgendwie rauszureden und dann heißt es eben, ja, ich habe mir doch genau den Züchter ausgesucht und mein Hund ist ja aber gesund. Das ist aber auf der anderen Seite, wenig Verständnis gibt und das wirklich somit die einzige Art und Weise ist, weiter aufzuklären und wie Sie eben auch schon sagen, das Ziel irgendwo sein muss, dass man sich nicht guten Gewissens so eine Rasse holen darf oder kann, ohne dann auch wirklich dafür, ja, zur Rechenschaft in Anführungszeichen gezogen zu werden. Wie sehen Sie das mit Thema Tierheim? Das würde mich jetzt noch interessieren. Also ich bin ja sehr aktiv im Tierschutz. Mein Hund kommt ja auch aus dem Tierheim. Wäre das eine Alternative für Sie, wenn Sie sagen, okay, ich habe jemanden, der ist total in Frenchie verliebt und der holt sich dann eben einen vom Tierheim? Das ist ein heißes Eisen. Ich meine, da kommt man ja dann auch in andere Bereiche rein, wie den Auslandstierschutz, den viel diskutierten. Letztendlich ist auch der Hund, den ich aus dem Tierheim hole, schafft wieder eine Lücke, die wieder neuen Bedarf herstellt. Um es mal ganz leidenschaftslos zu sagen. Produziert werden die Hunde, wie gesagt, in diesen Vermehrungsfabriken zum allergrößten Teil. Und dann landen natürlich viele im Tierheim. Und wenn ich den aus dem Tierheim nehme, dann habe ich wieder eine Lücke freigemacht, wo dann wieder das Ganze von vorne anfängt. Natürlich, man muss unterscheiden zwischen der gerade im Moment bestehenden Situation. Da sage ich auch jeder Plattnasenbesitzerin oder jedem Bullybesitzerin oder jedem Bullybesitzer, jetzt seid ihr halt da im Prinzip reingefallen oder habt euch irgendwie nicht gut informiert. Vor dem Kauf, jetzt habt ihr ihn, jetzt müsst ihr ihm sein Leben so schön wie möglich machen. Dazu gehört auch, dass man ihn operieren lässt, wenn er es nötig hat. Und die meisten haben es halt nötig. Aber bitte nicht nochmal. Ich kann mit jedem mitgehen, ich sehe es ja in der Praxis, es kommen wirklich dann teilweise auch sehr junge Leute, finanziell noch nicht gut gesettelt und haben ganz so nach dem Muster haben will und der ist süß und ganz toll und sie sind ja auch bezaubernd. Haben sie sich so eine französische Bulldogge her, sind stolz wie Bolle. Und mir tut es dann echt immer so leid, wenn ich denen dann den Luftballon zerstechen muss und ihnen dann erzähle, was da so ein bisschen auf sie zukommt und ihnen gleich rate, sie sollen mal anfangen zu sparen, damit sie dann die entsprechende Chirurgie auch bezahlen können. Und die sind oft völlig erschüttert, wie vom Blitz getroffen, weil die tatsächlich nicht informiert waren. Deswegen auch unsere fortgesetzten Aufklärungskampagnen und auch in etwas harschen Ton gehaltenen Aufklärungskampagnen. Damit eben möglichst viele Leute vor dem Kauf nach Möglichkeit kapieren, was da läuft. Aber die halt einen haben, die sollen sich um den Hund kümmern und der hat es ja wirklich mehr, vielleicht mehr als andere Rassen verdient, dass sich jemand ganz toll um ihn kümmert und ihm alles möglich macht, was geht. Aber dann nicht nochmal. Wo ich null Verständnis habe, ist dieses Bully Forever, was dann teilweise Einmal sofort Bulldog, zu immer Trotzen Bulldog. kommt. Ja, genau. Da habe ich kein Verständnis dafür, weil dann outet man sich tatsächlich als jemand, der sein eigenes ästhetisches Empfinden weit über das Tierwohl stellt. Und da kann man dann die Grenze zur Tierquälerei nicht mehr wirklich klar ziehen. Wo ich jetzt auch so ein bisschen das Problem mit sehe, ich habe da so ein spezielles Beispiel auch im Kopf einer Züchterin, sage ich jetzt mal, also die sich als Züchterin ausgibt. Ich weiß nicht, ob sie einen Paragraphen 11 hat, hat sie mal geschrieben, hat sie nicht. Die dann aber trotzdem immer vehement darauf besteht, dass ihr Tierarzt sagt, diese Hunde sind gesund. Sehen Sie da auch im Bereich der Tierärzte irgendwo Mängel? Also, Ja. dass da. Ja, leider ja. Ist so.
Wir haben da auch eine ganz zwiegespaltene Situation. Grundsätzlich mal geht es der Tiermedizin insgesamt in Deutschland und auch in anderen Ländern in den letzten Jahren zunehmend gut finanziell. Die Preise steigen und die Tierzahl hat ja auch jetzt durch die Corona-Pandemie enorm zugenommen. Man redet ja von 20, 25% mehr Hundebestand in Deutschland mit einem Schlag sozusagen. Das heißt, viele Praxen sind absolut gut ausgelastet und haben über mangelnden Patienten- oder Kundenzustrom überhaupt nicht zu klagen, verdienen auch entsprechend gut. Auf der anderen Seite haben wir aber immer noch die Rechnung von unseren offiziellen Zahlen her, dass bis zu 50% der Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber in Deutschland unter 2.500 Netto-Euro im Monat verdient. Das heißt, es gibt schon noch auch Praxen, wo es ganz schön klemmt, aus welchen Gründen auch immer jetzt. Das heißt, in vielen Fällen gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sich von jedem Kunden, von jeder Kundin völlig abhängig fühlen, die sich es nicht leisten können, auch nur einen Kunden zu verlieren. Und dann gilt halt leider manchmal, wes Brot ich esse, das Lied ich sing. Das heißt, wenn die da so einen zahlenden Kunden haben mit zwei französischen Bulldoggen an der Leine, werde ich den Teufel tun und den darauf ansprechen und sagen, deine zwei Hunde, die können aber schön schnaufen, muss was unternehmen. Und die beruhigen den dann eher und sagen, wenn der dann kommt und sagt, ich habe gehört, da ist ein Problem, dann sage ich, ja, nee, die schnaufen doch ganz ordentlich. Und die rennen da rum in der Praxis und freuen sich und nehmen unsere Leckerle, denen geht es doch ganz gut, ist alles in Ordnung. Das gibt schon das Problem, ja. Also bei dem, wo ich vorhin erwähnt habe, der dann sein ganzes Leben lang nicht operiert worden ist, bei dem war es auch so, dass der Haustierarzt den immer wieder in seiner Position, dass der nicht operiert werden müsste, bestärkt hat. Also, ich habe auch so dieses Gefühl, dass das ein sehr, sehr großes Problem mit ist. Eben auch die teilweise schlechte Bezahlung oder der schlechte Verdienst der Tierärzte. Ich glaube, da haben viele Menschen auch so ein bisschen noch ein falsches Bild. Die denken, jeder Tierarzt verdient irgendwie, ist stinkreich und verdient da super mit seiner Praxis. Das ist mir nämlich aber auch schon aufgefallen, dass ich mir das, was ich auch irgendwo auf der einen Seite verstehen kann, diese existenzielle Angst einfach, okay, mir brechen Kunden weg. Auf der anderen Seite gibt es ja aber auch trotzdem noch so diesen Moralkodex als Tierarzt, an dem man sich ja eigentlich zu halten hat, Ja, beziehungsweise. muss man aber immer an Bertolt Brecht denken. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Und das gilt dann schon auch hier. Aber Also glauben Sie auch, dass es auch wirklich so Tierärzte gibt, die die Augen auch so bewusst davor mit verschließen oder die zu wenig informiert sind? Also ich kann mir nicht, ich weiß jetzt nicht genau, wo da quasi das Wissen fehlt oder beziehungsweise wo da das Haar in der Suppe ist. Aber woran das dann liegt, dass sie sagen so, ich will nicht oder ich kann nicht oder es ist einfach nicht so. naja, also wie gesagt, die haben panische Angst, den Kunden auf die Füße zu treten. Das war auch immer ein Hemmschuh für die insgesamte Haltung der Tiermedizin. Also noch vor 20 Jahren, wenn es war da nicht so die Notwendigkeit da, weil es dann nicht so eine Modewelle war, aber noch vor 20 Jahren wäre so eine Kampagne, wie die von der Berliner Tierärztekammer, die ja schon ordentlich auf den Pudding haut, wäre undenkbar gewesen. Und für mich war es, obwohl ich jetzt in meinem Alter und mit meiner Praxisgröße und so weiter mir da keine finanziellen Sorgen machen muss, aber für mich war es auch eine enorme Überwindung, da mal im Ton etwas härter zu werden, weil ich das Gefühl hatte, mit Freundlichkeit kommst du da jetzt nicht mehr weiter bei deinen Aufklärungsbemühungen. Und das kostet dann schon ein bisschen Nerven, wie Sie vorhin gesagt haben, diese Schlachten, die dann unter solchen Postings auf den sozialen Medien entstehen. Die stressen schon dann ganz ordentlich, da ist man dann schon beschäftigt damit. Also man könnte sich das Leben schon ruhiger machen, wenn man da nichts mal so weit aufreißen würde. Also ich kann Sie da absolut auch nachvollziehen. Mir wird das ja auch immer sehr gerne gemacht. Du machst das nur für Klicks und was auch immer. Aber der Punkt ist ja auch der eigentlich, dass ich mir, wie wahrscheinlich auch viele Tierärzte, die da wirklich den Mund aufmachen, eigentlich ins eigene Fleisch schneide. Also wenn ich jetzt einfach lustige und süße Videos mit meinem Hund posten würde, dann hätte ich nicht die komplette Brachycephalen-Fraktion gegen mich, sondern die würden mir alle noch folgen und würden nicht irgendwie mir entfolgen, was ja eigentlich für mich eher auch, ja,
da schneide ich mir halt ins eigene Fleisch mit solchen Videos eigentlich. Und ich glaube, das ist leider auch etwas, was viele so ein bisschen missinterpretieren, dass es ja auch nicht ein persönlicher Angriff sein soll, sondern wir stehen nicht gegen Qualzuchtbesitzer oder wir stehen nicht gegen Hundebesitzer, sondern wir machen das ja für Hunde, also damit sich langfristig auch was ändert. Es ist also mein Wunsch wäre es zum Beispiel auch, dass die Tierärzte sich tatsächlich irgendwie oder dass es allgemein auch nicht nur tierärztlich, sondern politisch eine tatsächliche Regelung gibt, weil der Qualzuchtparagraf, der ist viel zu schwammig und wird ja gerne auch einfach nicht umgesetzt, sondern dass es wirklich mal eine einheitliche Liste geben würde. Das wäre meine persönliche Traumvorstellung, die wirklich definiert, das sind Qualzuchtrassen und die dürfen so weiter nicht gezüchtet werden. Ja, Also natürlich. wir haben halt eine blöde Situation. Es ist halt in Deutschland so, dass du so über einen Kamm geschoren, das funktioniert. Das sieht man jetzt bei Stahlhalsbändern. Jetzt macht die Polizei, will dann schon wieder eine Ausnahme haben, weil sie sagen, ohne Stahlhalsband kriegen sie das nicht hin mit ihren Polizeihunden. Jetzt stellt man sich mal vor, man versucht dann eben so ein Allgemeinverbot auszusprechen. Im Moment ist halt so, wir haben den Qualzuchtparagrafen, dann will ein Veterinäramt diesen Qualzuchtparagrafen auf den Züchter anwenden und sagen, du, deine ganzen Hunde sind plattnasig, die kriegen alle nicht genug Luft, da machen wir jetzt einen Stopp rein. Das geht so nicht weiter, dann wehrt er sich und sagt dann, nee, also so geht's ja nicht. Und dann musst du als Veterinäramt für jeden einzelnen Hund, musst du dann Gutachten erstellen und anfordern und so weiter und so fort. Und diesen Personalbestand haben die Veterinärämter gar nicht. Mal grundsätzlich ist das alles gar nicht so schwammig. Die Frage ist da die Umsetzung. Es funktioniert die Umsetzung nicht, weil man da unglaubliche Mengen an Personal Stunden einsetzen müsste, um das Ganze dann zu verfolgen. Und der andere Punkt ist, es kommt ja dann auch auf den sozialen Medien in dieser Diskussion immer die Forderung, das müsste endlich verboten werden. Die Niederländer und die Belgier sind da jetzt ein bisschen vorgeprellt und haben dann mal versucht, irgendwo Maßstäbe zu erstellen und sagen dann, ab einer gewissen Relation von Kopf-Schnauzenlänge ist das für uns dann eine Qualzucht. Die haben es immerhin versucht. Wir würden in Deutschland sowas als Zeichen der Politik sicherlich auch zu schätzen wissen. Dass man nicht als Tierärzteschaft da, die aufklären will, immer so das Gefühl hat, man steht da ganz alleine da und wir sind die Einzigen, die das Tierschutzgesetz überhaupt noch interessiert. Ja. Von der Vorgängerin, der jetzigen Landwirtschaftsministerin, war da ja sicher gar nichts zu erwarten, wenn man Schweine weiter in Kastenstände sperrt. Ja. Ohne irgendwelche ja, Skrupel, dann interessiert einen sowas ganz sicher überhaupt nicht. Ja. Vielleicht wird es jetzt unter grüner Regie, vielleicht passiert da mal was, aber das ist für die alles ein Nebenkriegsschauplatz. Das ist das Problem, was bei den Nutztieren passiert, ist da wesentlich wichtiger und interessanter, ob da in Bezug auf die Hunde was läuft. Die Annalena Baerbock hat dem Martin Rütter in dem Interview, was er mit ihr geführt hat, versprochen, dass sie sich darum kümmert, um diese Thematik. Und hat auch gesagt, er darf sie darauf festnageln, dass sie sich darum kümmert. Aber jetzt ist sie Außenministerin und hat andere Probleme. Also ich weiß nicht, ob sich da irgendwas rühren wird. Aber wie gesagt, also wir würden das Signal zu schätzen wissen. Aber aufgrund dieser Relation, die ich vorhin erwähnt habe, dass er weit über 90% der Hunde, die da draußen rumlaufen, aus Vermehrerfabriken im In- und Ausland stammen, auf die man da gar keinen großen Zugriff hat, ist das auch bloß ein Signal. An der praktischen Seite ändert sich gar nichts. Es ist eine Nachfrage da und eine Nachfrage wird immer befriedigt. Das zeigt doch die Geschichte. Ja. Die Amerikaner haben versucht, den Alkohol zu verbieten in der Prohibition. Hat das funktioniert? Nee, hat es nicht. Gangster haben Auftrieb gewonnen. So ist doch mit den Hunden genauso. Die versuchen, den illegalen Hundehandel zu unterbinden. Das heißt, die inländische Zucht kann ja gar nicht den Bedarf, den enormen, der hier herrscht in Deutschland, befriedigen. Das heißt, es strömen jeden Monat zigtausende von Welpen in weißen Transportfahrzeugen über die Grenzen nach Mitteleuropa. Und das ist angeblich der dritt- oder viertprofitabelste Zweig des organisierten Verbrechens inzwischen. Dritt, ja, also nach Drogen und Menschenhandel. Und der Vorteil dabei, wenn man dann auch noch erwischt wird, dann kriegt man allenfalls einen Klaps auf die Finger. Ja.
und kann sich dann für die beschlagnahmten Hunde, kann man sich sogar noch einen Anwalt nehmen und drum streiten anfangen, ob die mit Recht beschlagnahmt worden sind. Kriegt sie dann meistens sogar noch zurück, nachdem sie monatelang im Tierheim gesessen sind. Es ist eine unmögliche Situation und da kommen wir nicht ran. Also wir müssen an der Nachfrageseite ansetzen. Ich kann nur Drogen zum Beispiel, dieser War on Drugs von den Amerikanern vor weiß wie viel zig Jahren ausgerufen, das funktioniert nicht, das hat nicht hinkaut. Ich muss die Nachfrageseite kriegen, ich muss die Nachfrage an Drogen reduzieren und damit den Sumpf austrocknen von der Seite. Und genauso muss ich hier in Deutschland oder in Mitteleuropa oder im Vereinigten Königreich oder in den USA die Nachfrage nach Plattnasen reduzieren, indem ich die Verbraucher, die sich so einen Hund wünschen, erreiche und aufkläre und auch mit starken Worten aufkläre, dass da die Gefahr besteht, dass sie eigentlich eine fortgesetzte Tierquälerei betreiben, wenn sie so einen Hund halten. Wie reagieren Sie dann, weil Sie haben ja, also Sie sind ja sehr deutlich auch in Ihren Worten, weil Sie sagen ja auch immer wirklich Plattschnauzen oder Sie sprechen von Frenchies, also schon auch von der Rasse. Da kommt ja gerne auch mal im Gegenwind solche Kommentare wie, also Sie können ja nicht alle Frenchies über einen Kamm scheren. Wie reagieren Sie da drauf? Also was ist da Ihre Antwort drauf? Ja, natürlich kann ich jetzt nicht, das sind alles keine 100% Aussagen, ist ja klar. Also eine Population, eine Bevölkerungsgruppe kann ich ja immer nur in der Verallgemeinerung beschreiben. Ja. Ist ja klar. Und im tieferen Sinne, wenn man es dann wissenschaftlich angeht, dann kann man sehr wohl beziffern, wie viel Prozent sind von diesem und jenem Ausmaß des Brachycephalen-Syndroms betroffen. Wie viel Prozent kommen durch Kaiserschnitt auf die Welt? Da gibt es schon Bezifferungen dann. Ja. Und ich kann dann halt sagen, es ist einfach eine überwiegende Mehrzahl, die keine funktionellen Atmungsorgane hat. Davon abgesehen, man muss ja wirklich bloß, wir haben es ja alle, die aufklären auf unseren Auftritten, diese übereinandergelegten Röntgenbilder, wenn man jetzt von mir aus den Schädel von einem normalen nasigen Hund und dann den Schädel von einem Mops darüber projiziert. Da braucht man überhaupt kein tiermedizinisches Fachwissen, da braucht man eigentlich bloß ein Mindestmaß an Empathie und gesunden Menschenverstand, um sich vorstellen zu können, dass die Atmungsorgane, die die Natur oder der liebe Gott für den Hund, den Hetzjägerhund, vorgesehen hat, in diesen Schädel nicht reinpassen können. Das kann ja nicht funktionieren, das ist völlig undenkbar. Und so gesehen, kann ich dann doch über einen Kamm scheren, weil ich es auch in der Praxis sehe. Die sagen dann immer, ich sehe bloß die Kranken, das stimmt ja nicht. Die Gesunden kommen ja auch zum Check-up und zur Impfung. Und das heißt, ich kriege eigentlich als Tierarzt schon einen recht guten Überblick, was da so läuft. Und dass ich einmal der französische Bulldogge sehe, wo ich nicht der Meinung bin, dass die operiert gehört. Da kann man dann nach hinten springen, in den Sozialraum und ein Piccolo aufmachen, wenn man sowas mal sieht. Also ich glaube, genau das ist eben auch das Problem bei vielen Aussagen der Menschen, wenn sie sagen, es gibt schon genug Gesunde von dieser Rasse, weil dieses, es gibt ja genug, würde ja implizieren, dass es überwiegend Gesunde gibt und die Ausnahme wäre, dass es krank ist. Aber es ist ja leider in der Praxis genau andersrum, dass eben überwiegend die Hunde krank sind. Ja, Und genau. wie Man Sie. muss eine Flasche Sekt köpfen, wenn man eine sieht, wo man sagt, die atmet Knut und die ist dann oft noch zu jung, um eine endgültige Aussage zu treffen. Das ist ja das Fatale. Die Leute kaufen sich den Welpen und das sieht dann tatsächlich auch für mich als Tierarzt, denke ich mal, ah ja, okay, das Maul ist dauernd zu, der schnauft permanent durch die Nase, funktioniert, der kriegt genug Luft, kann auch rumrennen, ohne dass er gleich wild ins Hecheln ausbricht. Und das Fatale ist ja dann wirklich, dass die trotzdem. Es ist ein bisschen zu eng von Anfang an und dann entsteht immer dieser Unterdruck beim Einatmen. Und dieser Unterdruck, der sorgt dann dafür, dass hinten drinnen alles plötzlich so fleischig wird und immer massiger wird. Das Gaumensegel, die Kehlkopfstrukturen und so weiter. Und dann kommt dazu, dass dann im Wachstum plötzlich die Nasenflügel wie so Scheunentore sich nach innen drehen und die machen dann plötzlich zu. Also man sieht wahnsinnig viele Bulliwelpen. Wenn die kommen mit 8 Wochen, 10 Wochen oder sowas in die Praxis, dann guckst du ganz optimistisch an und denkst, ah, könnte mal einer sein, wo es klappt.
Und dann ist er 9 Monate, 10 Monate, 12 Monate, 15 Monate alt und dann drehen plötzlich die Nasenflügel rein und dann hat er eine paradenmäßige Schlitznase. Und dann weiß ich, okay, wieder schiefgegangen, muss operieren. Ab welchem Alter würden Sie, oder ist so das normale Alter, das operiert wird? Weil es ist ja sehr oft so, dass die ja noch gar nicht richtig ausgewachsen sind und man ja quasi noch gar nicht innerhalb des ersten Jahres hundertprozentig sagen kann, wie weit das denn jetzt noch weitergeht. Was ist da so das Durchschnittsalter, in dem man operiert? Also die meisten sind über ein Jahr, sage ich jetzt mal. Und in den höheren Altersstufen kommt es dann halt darauf an, wann die Aufklärungsbemühungen bei den jeweiligen Besitzerinnen und Besitzern aufgeschlagen haben und funktioniert haben. Dann kommen sie mal von mir aus auch jemand mit einer 6-, 7-Jährigen und die sind dann auch oft bis in die Nähe der Tränen erschüttert nach den Operationen. Weil die Was dann für ein sagen, um Gottes Unterschied. Willen, was habe ich dem Hund bisher angetan? Ich sehe ja jetzt erst, wie gut es dem plötzlich geht. Viele berichten dann, dass der Hund plötzlich jede Ecke abschnüffelt, weil er plötzlich tatsächlich schnüffeln kann, weil er riechen kann, weil er Luftmassen in die Nase reinkriegt, die er zum Riechen braucht, die er vorher nicht gekannt hatte. Und auch, dass die dann plötzlich rumrennen und richtig verjüngt sind, um Jahre verjüngt sind. Also dass da gibt es Leute, die wirklich in Tränen ausbrechen hinterher. Aber wenn man jetzt von denen ausgeht, die gekauft werden und wo die Besitzer schon fast einrechnen, dass man die operieren muss, die werden oft dann mit 1 Jahr oder mit 1,5 Jahren operiert. Man sollte eben auch dann wirklich nicht zu lang warten. Wenn man es schon sieht, dass da immer die Nasenflügel beim Einatmen so nach innen gedrückt werden, also dieser Ventileffekt entsteht, dann weiß man, es entsteht in den gesamten Atemwegen von den Nasenlöchern beginnend nach hinten Unterdruck. Bei jedem dieser Tausende von Atemzügen pro Tag entsteht Unterdruck. Und dieser Unterdruck verschlechtert die Situation. Es wird immer schlimmer. Und je früher ich diese Unterdrucksituation so weit wie möglich verbessere, desto besser kommt der Hund natürlich dann im weiteren Lebensverlauf zurecht. Gibt es auch Hunde, die man nicht mehr operieren kann? Also wo entweder der Kreislauf zu schlecht ist für eine Narkose oder wirklich auch, dass man wirklich nichts mehr retten kann in irgendeiner Art und Weise? Oder würden Sie sagen, dass eigentlich fast immer irgendwas zu machen ist? Doch, gibt's schon. Also ich habe selber einen so einen Fall gehabt, der war einer dieser Schlüsselmomente. Englische Bulldogge. Und da muss ich mir selber nach Luft schnappen, wenn ich an den denke. Also das war wirklich schrecklich. Der war noch kein Jahr alt. Und da hatte ich zu den Besitzern schon gesagt, läut den lange gar nicht an, der geht nach Leipzig an die Uniklinik. Da muss so viel gemacht werden und da bin ich mir auch nicht sicher, ob das überhaupt noch geht. Also der war derartig zu, schon mit 9 Monaten oder so. Und dann hat der einen Atem, die haben das verzögert. Die waren sehr, wahrscheinlich wird das Geld abschreckend gewesen sein, weil das sind halt schon 3.500 Euro dann in Leipzig, wenn man da richtig rangeht. Und die haben das verzögert und haben das auf die lange Bank geschoben und dann hat er sich einen Atemwegsinfekt eingefangen. Und der Hund ist bei mir in der Praxis mit vor Verzweiflung trüben Augen an der Wand lehnen, mit einer Schulter an der Wand lehnen, ist der erstickt. Der wusste nicht mehr, was er tun soll. Also der hast du in den Augen gesehen, ich kann nicht mehr atmen, ich kriege keine Luft mehr, ich ersticke jetzt. Und ich habe ihn dann noch so auf der Zielgeraden schnell eingeschläfert, eigentlich. Also vielleicht habe ich dem noch eine halbe Minute gerettet, aber eine halbe Minute ersticken ist auch ähnlich wie eine halbe Minute auf einer heißen Herdplatte sitzen. Also, aber das war eins der schauerlichsten Sachen, die ich je erlebt habe. Der Hund kam aus Serbien, aus einer Vermehrerfabrik in Serbien. Und die Besitzer ich glaube, keine 2 Monate nach dem Tod von ihm mit einer neuen englischen Bulldogge aus einer Vermehrerfabrik in Serbien wieder auf der Matte gestanden. Das sind dann so die Sachen, wo man manchmal denkt, ich könnte es auch gerade aufgeben. Ja, Aber es gibt dann ich auch wollte gut gerade. Gegenbeispiele, die man eben dann durch Aufklärung doch erreicht hat, dass man dann doch weitermacht. Aber das sind so die Momente, wo man sich denkt, für was rede ich eigentlich die ganze Zeit? Ja, auch total unverständlich, wenn man das selber so mitgemacht hat. Also ich wünsche das niemandem, dass er sowas mit seinem Hund erleben muss. Niemanden. Also ich habe ja auch eine sehr gute Freundin von mir, die betreibt ja auch einen Instagram-Account, heißt Mops Aktivismus, die selber auch einen Mops hat.
Und eben auch von ihrer Geschichte erzählt hat, wie damals ihre Hündin im Sommer, und es war noch nicht mal richtig heiß, sie waren im Schatten unterwegs, wie diese Hündin dann eben ja, kollabiert ist und einfach durch pures Glück sie noch rechtzeitig in die Klinik gekommen ist mit dieser Hündin und dieser Hund gerettet werden konnte. Also sie hat jetzt, glaube ich, auch schon zwei Atemwegsoperationen und auch mit Zahnfehlstellungen alles gemacht, aber da fehlt mir ehrlich gesagt dann auch das Verständnis, weil sie war dann natürlich seitdem hat sie sich immer gegen Qualzuchten eingesetzt, betreibt wirklich eine tolle Seite. Verlinke ich euch auch mal hier unten. Ina, Mops-Aktivismus kennt ihr bestimmt jetzt auch schon. Aber das ist auch eine ganz, ganz tolle Frau, die das dann wenigstens, die das leider so durch, also lernen durch Schmerz leider dann quasi erleben musste, aber wenigstens aufgewacht ist. Also Ich bin ich da auch, verstehe. wenn ich das einwerfen darf, ich bin da auch immer sehr dankbar. Wir haben jetzt nur über diese negativen Erscheinungen bei Social Media Diskussionen gesprochen. Es gibt aber durchaus immer wieder wohltuende Kommentare von aktuellen oder ehemaligen Kurznasenbesitzerinnen und Besitzern, die dann schreiben, was sie für einen Weg hinter sich hatten mit den Hunden, was sie alles gemacht haben, um ihm das Leben zu erleichtern und dass sie sagen, nie wieder. Nie wieder passiert mir das. Und das möchte ich nicht nochmal erleben. Und die Leute sind mir sehr wichtig, weil die sind natürlich sehr authentisch und glaubwürdig, wenn die sagen, ich hatte eine oder ich hatte sogar zwei oder was auch immer und habe dies und jenes erlebt mit ihnen und muss dies oder jenes machen. Das sind natürlich ganz, ganz wichtige Leute. Da würde ich mir viel mehr wünschen, die da offen drüber reden, was sie da hinter sich gebracht haben. Da kann ich Ihnen gerne mal mein Story-Highlight empfehlen, weil ich sammle tatsächlich genau solche Geschichten. Also ich muss es auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Bulli-Besitzer oder auch Mops-Besitzer in meiner Community, die mit denen ich super klarkomme, die auch wirklich realistisch einen Blick auf ihre Hunde haben. Ich habe auch echt viele schon erreichen können, die auch gesagt haben, ich lasse jetzt meinen Hund doch noch mal durchchecken und schau mal, wie das jetzt ist, Thema Atemwegsoperation. Das ist auch mein Anliegen. Also ich versuche mich auch auf die Leute zu konzentrieren. Erstens A, vorneweg die Nachfrage zu stoppen, dass man sich überhaupt gar nicht erst diesen Gedanken in den Kopf setzt, sich so eine Rasse zu holen. Das ist mein erster Schritt. Und die zweite Zielgruppe, die ich eigentlich habe, sind eben Besitzer, die aber auch noch offen sind. Und denen dann auch wirklich die Augen zu öffnen. Ich habe da ganz, ganz viele Stories schon bekommen, auch vor der Atemwegsoperation, nach der Atemwegsoperation. Die sind alle auch so in meiner Story, ja, gehighlightet, weil ich dem gerne, super gerne auch eine Plattform biete, weil, wie Sie auch schon gesagt haben, das sind eben auch Erfahrungsberichte. Da spreche ich jetzt nicht, dass ich sage, ich habe gelesen irgendwo, sondern das sind wirklich Erfahrungsberichte. Und ich finde das auch ganz, ganz klasse. Also auch an jeden Besitzer da draußen, der immer realistisch über seinen Hund spricht, egal jetzt auch welche Rasse, finde ich das ganz, ganz toll, weil das eben auch ein realistisches Bild auf unsere Hunderassen bringt. Das ist auch so ein bisschen wie bei meinem Hund. Meiner ist ja ein Molosser-Mix, ein Mastiff-Mix. Und das sind eben auch, da bin ich mir total bewusst, was da auf mich zukommen kann, auch bezüglich jetzt HD, ED und so weiter. Also er ist ja nicht reinrassig, Gott sei Dank. Der wiegt auch einfach nur die Hälfte von einem echten Mastiff mit seinen 38 Kilo. Aber das sind Ja, und auch wird immer so, eigentlich bloß ein Drittel. ja, so ungefähr, wenn man sich überlegt, so schwerster Hund der Welt, ein Mastiff mit 150 Kilo, Leute. Genau. So viel dazu. Und der kleinste war ein Chihuahua mit 500 Gramm. 450, 450 oder 500 Gramm. Also sehr, sehr klein und sehr, sehr groß. Aber das sind eben auch Punkte, wo ich allgemein auch der Meinung bin, wir müssen unsere Tiere realistischer betrachten. Also nur weil ich jetzt sage, ich habe einen Mix oder was auch immer, dann verschließe ich ja die Augen. Und das ist ja genau das, was, egal ob wir jetzt über Qualzuchten sprechen oder über brachycephale Hunde oder über normale Hunde, was am Ende den Hund teuer zu kosten kommt. Weil mein Hund ist dann derjenige, der darunter leidet. Also ich glaube zum Beispiel bei meinem immer extrem, okay, der soll keine Rampen springen, also der soll nicht ins Auto rein und raus springen, sondern der hat halt seine Rampe, wo er ins Auto rein und raus läuft, damit seine Gelenke geschont werden. Dann gibt es eben noch so andere, diese Kollagilkuren, hat mir eine befreundete Tierärztin empfohlen, was ich vorbeugend eben machen kann. Und das würde ich mir auch wünschen für jeden Hund, weil es ist ja nicht gegen den Hund, wenn ich mir eingestehe, okay, mein Hund hat die
und die genetische Disposition und daran könnte er erkranken oder das könnte ihm irgendwie nachteilig werden, sondern es ist ja etwas, was wir für den Hund machen. Und genauso ist das ja mit einer Atemwegsoperation. Das ist im Gegenteil, es kostet so viel mehr Überwindung und Mut, sich das einzugestehen, aber für den Hund ist es genau diese Situation, die sein Leben verändern könnte, von einem leidvollen Leben zu einem Leben mit viel mehr Lebensqualität, mal wieder atmen zu können, überhaupt, wie Sie schon beschrieben haben, überhaupt mal Düfte aufnehmen, richtig zu können, wenn man sich das überlegt, wie gut ein Hund eigentlich riechen kann, wie viele Gerüche er da gleichzeitig wahrnehmen kann, dann ist das ja natürlich ein riesiges Stück Lebensqualität, was da einfach auch wieder zurückgewonnen wird, wenn man das seinem Hund wenigstens ermöglicht. Also ich bin immer so der Meinung, ich bin als Hundehalterin dazu verpflichtet, alles erdenklich Mögliche für die Gesundheit meines Tieres zu tun, weil er hat sich das nicht ausgesucht. Er hat sich nicht ausgesucht, bei mir zu sein. Er hat sich nicht ausgesucht, keine Ahnung, jetzt an Leishmaniose zu erkranken oder was auch immer. Aber ich wollte diesen Hund und dementsprechend bin ich auch meiner Meinung nach dafür verantwortlich. Und das ist auch mein Anliegen an die Welt da draußen, egal welche Rasse ihr habt, dass ihr euren Hund wirklich mit realistischen Augen seht und dementsprechend alles in eurer Macht Stehende tut, um eurem Hund zu helfen, wenn er irgendwo Hilfe braucht und wenn es eine Hilfe gibt. Das ist ja auch nun mal noch die nächste Sache. Die gibt es ja zum Glück auch. Ja, dann würde ich Sie jetzt so abschließend eigentlich auch nur noch fragen, was wäre denn Ihr Wunsch jetzt auch für die Zukunft oder was würden Sie auch uns mit auf den Weg geben wollen? Ich würde halt, das werde ich nicht mehr erleben, halt als Tierarzt im Ruhestand dann, hoffe ich doch noch zu erleben, dass diese Welle abflacht, dass wir da also irgendwann mal rauskommen aus dieser Plattnasen-Mode-Erscheinung, dass sich da insgesamt an diesem Gesamtspiel der Übertypisierung, der Mastiff war jetzt gerade ein gutes Beispiel, ja. Dass man da also immer noch schwerere Monster... Übrigens auch Brachycephal. Ja, wir gehören offiziell auch dazu, wobei sie nicht häufig Atemprobleme haben. Aber die haben dann eher eben mit den Knochen ihre Probleme. Aber dass man aus diesem Spiel der Übertypisierung rauskommen, was da betrieben wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da stimmt der Mindset der beteiligten Akteure einfach nicht. Und da wird sich auch nichts dran ändern. Aber dass man wenigstens diese wirklich 1000, 10.000-fach, 100.000-faches Leid bedeutende Plattnasenwelle noch irgendwie zum Abklingen bringen in den nächsten 10 Jahren, das wäre natürlich eine feine Sache. Weil wie der Professor Oechtering von der Uni Leipzig eben, der die Plattnasenchirurgie sozusagen erfunden hat, wie der mal gesagt hat, wir sind es wirklich satt als Tierärzteschaft, den Reparaturtrupp der Hundezucht zu spielen. Und man wirft uns immer vor, wir würden ja daran verdienen. Ja, Entschuldigung, umsonst kann ich sie nicht operieren. Das funktioniert nun mal nicht. Das heißt, aber wir müssen sie ja operieren. Also wenn jemand kommt und sagt, mein Hund atmet schlecht, ja natürlich müssen wir den operieren. Das ist das Gleiche, wir können die Kaiserschnitte nicht verweigern. Ja. Wie gesagt, wir könnten die französischen Bulldoggen sofort ausrotten, wenn wir sagen, wir operieren die Hunde nicht mehr, wir beteiligen uns an diesem Experiment nicht mehr. Aber das widerspricht unserem Berufsethos, das können wir nicht machen. Ja. Wenn da jemand kommt und sagt, ich habe hier eine französische Bulldoggenmutter, die gerade ihre Welpen nicht rauskriegt, dann muss ich natürlich selbst mitten in der Nacht schauen, dass ich den Kaiserschnitt irgendwie gebacken kriege und muss die Welpen retten und die Mutter retten nach Möglichkeit. Da kann ich mich nicht irgendwie auf ein moralisch hohes Ross setzen und sagen, das ist aber eine Qualzucht, die operiere ich nicht. Und, das heißt, aber wir haben es eigentlich, haben wir die Schnauze voll. Also sicher kostet es Geld, wir nehmen Geld dafür, weil wir natürlich nicht für gar nichts arbeiten können. Aber uns wäre es lieber, wenn wir diese Sachen nicht machen müssten. Wirklich. Ja. Also wir könnten gut leben ohne diese Geschichten. Ja. Und das, was wir vorhin jetzt gerade hatten, das wäre mir mit das Wichtigste, dass Besitzerinnen und Besitzer von solchen Tieren, die dann im Laufe der Haltungszeit von so einer Plattnase merken, wie der Hase da läuft, dass die auch wirklich sich öffentlich äußern und sagen, so und so war das bei mir, die dann eben authentisch rüberkommen und dann eventuell junge Leute oder junge Interessenten, die sagen, ich möchte so einen Hund nochmal zum Überlegen bringen und vielleicht zum Umschwenken bringen, die dann sagen, nee, das kann ich nicht machen. Ja,
Uns glaubt Das man wäre. das nicht so. Wenn der Professor Oechtering sich hinstellt da im Fernsehen und sagt, eine französische Bulldogge, eine englische Bulldogge, einen Mops kann man sich guten Gewissens nicht anschaffen. Ja. Ah, das, ah, was der da redet, der alte Sack, das interessiert irgendwie keinen. Aber vielleicht interessiert es halt doch, wenn dann eben Halter selber sagen, oh, das war furchtbar und was wir durchgemacht haben mit dem Hund und was der Hund durchmachen musste und was das alles kostet hat, das kommt ja noch dazu. Das kommt natürlich dann schon authentisch rüber und irgendwie in dieser Kombination von fortwährender harter Aufklärung und Mitarbeit von solchen Besitzerinnen und Besitzern müsste es eigentlich irgendwie zu schaffen sein, dass man eben in 10 Jahren gute Nerven braucht, um mit so einem Hund auf der Straße rumzulaufen. Ja. An dieser Stelle vielleicht auch mal ein kleiner Appell von mir an euch. Also ihr wisst, ich reposte auch immer super gerne eure Geschichten. Wenn ihr auch Geschichten habt, könnt ihr mir die immer zuschicken. Ich werde die auch reposten. Wenn ihr anonym bleiben wollt, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Aber auch an die anderen, es ist super wichtig, mit aufzuklären. Auch informiert euch mit über dieses Thema, auch wenn ihr vielleicht selber keinen betroffenen Hund habt. Aber wir können alle zusammen auch einfach was bewegen, indem wir zusammen fachlich aufklären. Und das ist mir jetzt aber auch noch ein sehr, sehr wichtiges Anliegen dabei. Verfallt bitte nicht in irgendwelche Hatereien. Es bringt der Aufklärung absolut nichts, wenn ihr zu Leuten hingeht und sie persönlich beleidigt oder ihre Hunde beleidigt. Das bringt niemanden weiter. Und im Gegenteil, in solchen Situationen schafft ihr es auch eher, dass die Leute die Augen zumachen, weil sobald ich angegriffen werde, gehe ich natürlich in diesen Defensivmodus und versuche irgendwas dann zu finden, was an dir vielleicht doof sein könnte. Und das ist nicht das, was man möchte. Das heißt, verweist lieber auch auf seriöse Quellen. Ihr könnt auch gerne mal, ich verlinke euch auch hier unten dann nochmal den Blog vom Dr. Rückert. Schaut da gerne mal vorbei, lest euch das selber durch, sucht selber Studien raus, lest euch selber mal diese Studien durch. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die da auch wissenschaftliche Fakten bringen, und bleibt da in der Diskussion auch möglichst trotzdem noch sachlich und neutral. Ich weiß, das ist oftmals sehr schwierig, das ist es bei mir auch. Ich komme da auch manchmal einfach in dieses Emotionale rein, weil es ein emotionales Thema ist. Aber wenn ihr merkt in einer Diskussion, dass ihr selber ausfallend werdet, dann ist das das, was vielen Leuten in die Hände spielt, weil sie dann in diese Opferrolle fallen und sagen, ihr hatet ja alle gegen uns, ihr verfallt ja, ihr schiebt eine Hasswelle oder ihr versucht irgendwie gegen uns zu hetzen, und genau damit füttert ihr sowas. Wenn ihr sachlich bleibt, habt ihr keine Angriffsfläche. Das wäre jetzt auch noch so ein wichtiger Punkt von mir an meine Community, worum ich euch auch immer bitte, denn Aufklärungsarbeit bringt nichts, wenn man anfängt, irgendwie wirklich Hass zu verbreiten. Ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Herr Dr. Rückert. Es war mir wirklich eine Ehre. Ich verlinke euch auch nochmal den Beitrag, der mich auf dieses Thema gebracht hat. Das war nämlich ja, Hunde, die ihren Tobus lieben. Der ist ja bei Ihnen auch ganz schön viral gegangen. Der hat ja ganz schön gute Aufrufe bekommen. Ist aber auch wirklich etwas, was, beziehungsweise ist ein Blogbeitrag, der mir damals wirklich einen Kloß im Hals verursacht hat und mir wirklich die Tränen über die Wangen gelaufen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hatte mich damals schon ein bisschen mitgenommen. Nun, das war, ich bin ja jetzt wirklich ein alter Hase, aber das hat mich auch schockiert. Also, das war für mich auch ein Schockerlebnis eigentlich. Ja. Ich habe das vorher nie so umgesetzt und dachte auch, jetzt sage mal, vermenschlichst du jetzt da oder interpretierst da irgendwas rein? Und wie ich dann ja geschrieben habe, das haben mir dann unzählige Kolleginnen und Kollegen bestätigt, dass sie dieses Phänomen in ihren Praxen genauso beobachten. Also das ist tatsächlich so, Ich wie habe es da das beschrieben tatsächlich wird. auch von einer amerikanischen Tierärztin, habe ich auch so ein Video gesehen, wo sie genau dasselbe eben auch beschrieben hat. Also da merkt man ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie gut sie mit den amerikanischen Tierärzten sind, aber dass das eben nicht eine Verschwörung der Tierärzte ist, die sich irgendwie untereinander absprechen, sondern ein tatsächliches Phänomen, was weltweit einfach bei solchen brachycephalen Hunden dann festgestellt wird. Ja. Kein schönes Phänomen. Okay, wollen Sie noch irgendwas sagen? Nee, ich habe ja sowieso wieder mal mehr getextet, als ich wollte. Ist Ist nicht jetzt, schlimm, ich kann Ihnen lange zuhören. ich krieg Sie da können auch immer, ich weiterreden. krieg da bei dem Thema kriege ich Redeschwall immer, tut mir leid, wenn es vielleicht zu heftig war wieder mal. Nee,
Aber man merkt vielleicht auch Okay. dadurch, es liegt mir wirklich am Herzen und wie Sie auch schon mehrfach gesagt hatten, und damit verteidige ich mich auch immer, ich mag sie wirklich gern. Ich habe sie auch als Patienten furchtbar Ja. gern. Und ich tue das für diese Hunde, weil sie mir so Ja. furchtbar leid tun. Ich tue es nicht gegen sie. Das Ja. ist Unsinn. Der Gedanke, dass ich da Bully-Bashing betreibe, Na, wie in den Lok. stimmt einfach nicht. Ich tue das für die Hunde und oder wir Tierärzte. Man muss ja die Berliner Tierärztekammer mit reinnehmen. Ich muss den Qualzuchtausschuss der Bundestierärztekammer mit reinnehmen, die in mühsamer Kleinarbeit alle Firmen anschreibt, die Werbung machen mit Plattnasen und die versucht, von diesen Dingen abzubringen. Also ich darf nicht nur mich isoliert sehen. Wir tun das für die Tiere. Wir machen es nicht gegen sie. Das ist bei mir, also das ist auch ein wichtiger Punkt, aber ist bei mir auch tatsächlich so, also mir wird das auch vorgeworfen. Ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen Aufklärung mit da betreibt, kriegt früher oder später dann diesen Vorwurf irgendwie Bully-Bashing oder du hetzt gegen eine Rasse. Aber es ist tatsächlich auch absolut nicht so. Ich habe jetzt so zwar in meinem Umfeld jetzt keinen Hund der Rasse, wo ich jetzt sage, ich habe mit dem näher was zu tun gehabt, aber ich habe tatsächlich gegen keinen Hund der Welt was. Also im Tierheim habe ich öfters auch mal solche Hunde dann mitgehabt und das sind alles zauberhafte Wesen und die können einfach nichts dafür. Das ist immer das, was ich mir denke. Die Hunde können nichts dafür, dass sie so geboren wurden, wie wir sie hingezüchtet haben. Und es ist einfach mit unserer Verantwortung, da wenigstens in einer gewissen Art und Weise das, was in unserer Macht steht, wenn es ein Tierarzt ist, im Sinne einer Operation, wenn es ich als Influencerin bin mit meiner Reichweite, da irgendwie was zu tun für die Hunde. Das ist mir auch ganz wichtig. Genau. Okay, dann, meine Lieben, verabschieden wir uns jetzt einmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr jemanden kennt, der auch ein bisschen mehr Aufklärung vielleicht bräuchte oder wo ihr das Gefühl habt, hey, dann mit diesem Video könnten wir ihnen die Augen öffnen, dann schickt das Video gerne weiter. Schreibt auch gerne eure Erfahrungsberichte in die Kommentare, wenn ihr welche habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, hat mich sehr gefreut.